Ja, wie grillt man eigentlich Brisket? Wir starten mit einer 6 bis 8 Kilo schweren Rinderbrust, am besten Full Packer. Hier besteht die Brust aus dem größeren Teil, dem Point, und dem dünneren, mageren Teil, dem Flat. Wir parieren das überschüssige Fett auf maximal 0,5 cm runter und würzen die Brust dezent von allen Seiten mit Salz und Pfeffer. Ja, dann geht's direkt ab auf den Smoker. Den regeln wir auf 90 bis 100 Grad ein und smoken die Brust etwa für 6 bis 8 Stunden. Alternativ könnt ihr auch auf 135 Grad smoken, so geht's etwas schneller. Stellt auf jeden Fall für die Luftfeuchtigkeit eine Schale Wasser rein. Ab 3 Stunden checken wir alle 30 Minuten die Kruste. Wenn sie trocken aussieht, sprühen wir sie kurz mit einer Mischung aus Apfelsaft und Essig ein. Ja, und nach 6 bis 8 Stunden sollte das Brisket eine schöne dunkle Farbe bekommen haben. Dann nehmen wir es runter, wickeln es in Butcher Paper ein und erhöhen die Temperatur im Smoker auf 120 bis 135 Grad für die letzten Stunden. Fertig ist das Brisket dann, wenn der Thermometerfühler butterweich ins Fleisch geht. Das ist so etwa bei einer Kerntemperatur von 90 bis 95 Grad. In der letzten Phase lassen wir das Brisket noch 2 bis 3 Stunden in einer Thermobox oder im Backofen bei 65 Grad ruhen. Das ist ganz wichtig, damit sich die Fasern im Fleisch entspannen und der Saft verteilen kann. Dann schneiden wir zwischen Point und Flat an, drehen das Point um 90 Grad und schneiden gegen die Fasern an. Das Flat ist etwas dünner und trockener. Hier schneiden wir dünne Scheiben ebenfalls gegen die Fasern. Ja, so ein ganzes Brisket ist natürlich enormer Aufwand, aber es lohnt sich immer wieder. Ladet einfach ein paar Freunde und Familie ein und gönnt euch ein geiles Barbecue.